Hallo liebe Zuschauer, hier ist wieder euer Rainer Sinn. Ja, ich möchte mal auf zwei Sachen eingehen, die hier in den Kommentaren sozusagen stattgefunden haben. Ich habe dick Schnupfen, liebe Zuschauer. Ich könnte, keine Ahnung, ich könnte irgendwelche Armeen totschießen mit meinem Rotz, der aus meiner Nase kommt, ohne Scheiß. Ich will es nur darauf hinweisen, habt ein wenig Verständnis oder hört euch das Video nicht an. Ja, jetzt kommen wir hier zu unserer Kollegin Lusty. Und zwar Colorful Chamber, der wahrscheinlich ein zweiter Account von Lusty ist. Oder von, wie heißt der da? Misotrop. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass Lusty noch mit irgendwelchen Leuten zusammen trollt. Lusty ist auf jeden Fall eine Haterin und eine Trollin. Ich kann Lusty nicht leiden. Ohne Scheiß. Sie abonniert zwar meinen Kanal schon lange und immer. Und wenn sie irgendwie zu weit gegangen ist, dann kommt sie so auf der Schiene und macht irgendwelche Kommentare und macht irgendwie Werbung und so weiter. Aber ich habe durch Lusty bisher noch nie Glück gehabt. Es lief immer darauf hinaus, dass sie mich irgendwie provoziert oder irgendwas von mir runtermacht oder sonst was. Lusty hat einen Knall. Und hier, Colorful Chamber, der wahrscheinlich Lusty oder Misanthrop ist, hat hier eine kurze Frage. Meine Bekannte, die Lusty, möchte wissen, ob es vielleicht möglich wäre, sie wieder freizuschalten und alle zusammen Christus dafür zu blockieren. Geht das? Lieben Gruß. Nein, das geht nicht, Colorful Chamber. Ich werde Lusty auf keinen Fall jemals wieder freischalten. Und ich werde jeden Account von ihr, von dem ich weiß, dass sie das ist, werde ich immer wieder bannen, bis in alle Ewigkeit. Ich werde, selbst wenn sie 100 Accounts macht, dann werde ich sie 1000-mal bannen. Wenn die Frau echt nur noch auf den Arsch geht. Die Frau macht nichts anderes, als irgendwelche Leute, auf irgendwelche Leute abzuhaten, irgendwelche Leute zu vergraulen und so weiter. Ich habe einfach keinen Bock auf sie. Fertig. Das kannst du komplett vergessen. Und genau dasselbe gilt für Misanthrop. Misanthrop ist für mich ein dummer Spost und ein Riesenarsch. Und ich werde Christus auf keinen Fall blockieren, weil Christus, ich stimme mit Christus nicht unbedingt hundertprozentig überein mit meinen und seinen Ansichten. Aber Christus hat ein gutes Benehmen. Er weiß sich zu benehmen, er ist höflich, er ist charmant, er ist okay. Christus ist ein Typ, der ist okay. Ich mag Christus. Jetzt hat er hier geschrieben, gegen Hendra habe ich gar nichts, aber seine Ansichten halte ich für gefährlich. Ja, seine Ansichten mögen gefährlich sein, Christus, aber Hendra ist nicht gefährlich. Man weiß nie, was er meint, ernst oder Spaß, das spielt bei Hendra keine Rolle. Wenn Hendra wirklich Macht hätte, dann wäre er vielleicht gefährlich. Ja, orthodoxer Gläubiger oder fanatischer Krieger, das spielt auch keine Rolle. Hendra ist ein dicker Nerd, der den ganzen Tag vom PC sitzt. Und macht er sich Gedanken, zu was das andere Menschen hinreißen kann? Oder ist das gerade gewollt? Nee, ohne Scheiß, Christus, macht ihr da, ey, macht ihr wegen Hendra manchmal keine Gedanken. Hendra ist einfach ein netter Kerl. Er ist halt sehr aktiv im Internet. Gegen mich war er jedenfalls nie ausfällig, nö, gegen mich auch nicht. Obwohl ich ihn provokant voll in die Seite fahre. Ja, also ich habe Hendra auch schon geflamed, so, also nicht so wirklich gehatet, aber ich habe mich auch schon über ihn lustig gemacht. Aber trotzdem ist er immer korrekt und weiß sich zu benehmen. Das finde ich sehr wichtig. Da spielt für mich keine Rolle, was er für Ansichten hat. Er ist halt nicht so ein Mist, ich kann es nicht ändern. Das mit den anderen Kinis kann ich mir vorstellen, da sie gruppenzwangmäßig das Gehirn ausschalten und auf Jagd gehen. So werden alle Tugenden. Ja, vor allem hatte ich den Eindruck gestern, dass sie sich bei dieser einen Tussi einschleimen wollten. Weil die hat mich irgendwie dumm angeflaumt, ich habe sie zurechtgewiesen. Und dann kamen diese ganzen, ja, so diese ganzen Muttersöhnchen. Das sind alles so Mutter. Ich habe ja einmal zugehört, bei denen, wo sie im Voice-Chat waren. Das sind alles so Langeweiler und Muttersöhnchen. Und irgendwelche Jungfrauen. Und dann, wie es bei solchen infantilen Jungfrauen ist, oh, eine Frau, da müssen wir uns jetzt in die Bresche schmeißen, um bei der Frau Pluspunkte zu sammeln. Darauf lief es im Endeffekt hinaus, war eine richtig arme Nummer von irgendwelchen Kindern. Immer im Glauben, wir sind die Guten. Ja, das denke ich auch, dass die das denken, aber ist mir scheißegal. Ich scheiße einfach drauf, was die denken. Ich habe meine eigene Meinung, ich bin Mensch genug. Ich habe meine Meinung genug. Ich toleriere Schwule, ich toleriere Lesben, ich toleriere Muslime und Christen, Heteros und Homos und alle Menschen auf der Welt. Und ich will auch toleriert werden. Ganz einfach. Ich muss nicht denken, was die anderen denken. Wenn mich ein
Wenn ich einen Moslem toleriere, dann erwarte ich von ihm, dass ich als Ungläubiger zurücktoleriert werde. Und wenn ich diese Gender-Homos toleriere und dass sie einer Frau in den Arsch kriechen müssen, weil sie irgendwie sexuell frustriert sind, ich toleriere sie. Ist mir scheißegal. Ich hätte auch nichts dazu gesagt. Dann erwarte ich, dass ich von diesen Kindern auch toleriert werde. Fertig. Ich habe keinen Bock zu gendern. Ich scheiß auf YouTuberinnen und Userinnen. User und YouTuber. Fickt euch einfach. Ich bin eine andere Generation. Ich lasse mich doch von euch Kindern hier nichts vorschreiben, ihr Mongos. Ja, Colorful Chamber redet gerne in der dritten Form von sich. Dazu sage ich nichts. Dann PS gegen Lusti habe ich was. Ja, genau das ist der springende Punkt. Sie spielt ein falsches Spiel. Sie hat unendlich viele Accounts. Sie tut auch irgendwelche Fake-Dinger machen, wie zum Beispiel, sie stimmt manchmal bei meinen Abstimmungen. Das ist völlig sinnlos, wenn ich bei diesem Kanal hier eine Abstimmung schalte. Lusti geht dann hin und stimmt mit 10 Accounts ab. Ich merke das. Ich merke das, wenn ich irgendwie ankomme und dann sehe ich, davor haben in 2 Tagen 5 Leute abgestimmt und dann hat innerhalb von 2 Stunden jemand 10 Mal abgestimmt und immer das Gleiche gestimmt. Ich merke das, ich bin paranoid, das ist einfach so. Wenn sie Reichhop spielt und ihre Kommentare löscht, bitte. Ja, das mit dem Kommentare löschen finde ich auch super armselig. Weil sie trollt rum, sie überspannt den Bogen und dann löscht sie ihre Kommentare und tut so und taucht ein paar Tage später auf, als ob nichts gewesen wäre. Aber wisst ihr, der reine Unsinn, der hat ein Elefantengedächtnis, der merkt sich alles. Ja? Und bei Lusti ist das Maß einfach voll. Verpiss dich, Lusti. Verpiss dich von meinem Kanal. Fertig. Wir sind fertig, Mädel. Oder, beziehungsweise, ich weiß nicht mal, ob Lusti ein Mädel ist. Außerdem hat Lusti mich schon voll auf belogen, mir irgendwelche Sachen versprochen. Und daran hat sie es nicht eingehalten. Und dann tut sie so, oh, ich bin ja so cool. Fick dich einfach in deiner Coolness. Ja, und dann kommen wir jetzt zu Invincitus. Invincitus, zu dem wollte ich auch noch was sagen. Invincitus ist einer von diesen Sozialismus-Online-Kollektiv. Sozialistisches Online-Kollektiv. Und dann schreibt hier Lull. Alter, schieb dir deinen Lull in deinen kleinen, verknöcherten Arsch, Invincitus. Ich hat niemand aufgehalten, den Zauber freiwillig zu verlassen. Ich hätte den Zauber freiwillig verlassen. Ich hätte es nur sagen müssen, aber ich dachte, ihr wollt, dass ich da bleibe, nur habt ihr mich dann die ganze Zeit irgendwie dumm beschimpft. Da habe ich mir gedacht, ich lasse das mal an mir abtropfen. Ich habe ja dann zum Schluss, wo ich dann gemeint habe, drückt ihr euch jetzt das Gehirn aus, wie ihr mich ärgern könnt. Da haben sie mich dann, da hat der eine dann so einen Wutanfall bekommen, die seines Spaß, und hat mich gekickt. Scheißegal. Dann hat er das halt gemacht. Du hast ja letztes Jahr auf dem Band hingearbeitet? Nö. Was heißt hier meine Gegenreaktion, Junge? Ich bin einfach der, der ich bin. Ich werde akzeptiert, so wie ich bin, dann bin ich gerne auf eurem Server, oder ihr akzeptiert mich nicht, dann hätte ich euren Server auch freiwillig verlassen. Aber ich werde mich auf keinen Fall irgendwo anpassen. Verstehst du mich, Junge? Mir scheißegal, ob ich ein paar Abonnenten mehr oder weniger habe, ich bleibe der, der ich bin. Ist mir scheißegal, was ihr denkt und wer ihr seid. Ich bin schon jemand. Ich bin das Produkt meines Lebens, und ihr akzeptiert mich so, wie ich bin, oder ihr fickt euch einfach. Wir haben einfach ein paar Leute ganz normal ihre Meinung zu dem Vorfall gesagt. Mhm, ja klar, vor allem diese eine Tussi, die mich da gehatet hat als AfD-Wähler und ich würde hier, ich wäre voll das Weichei und dann hat der eine zu mir gemeint, ich wäre ein Arschloch, ich hätte alles werden können, aber habe ich entschlossen, ein Arschloch zu sein und so weiter und so fort. Ich habe ja eure glorreichen Postings gelöscht von meinem Kanal. Ich habe Bock auf diesen Schmutz. Aber wenn das ganz normal die Meinung sagen ist, dann seid ihr noch größere Arschlöcher, als ich dachte. Ja, auf dem Server und auf YouTube, sowas nennt sich Meinungsfreiheit. Gut, ich finde euch halt zum Kotzen. Ohne Scheiß. Also ich finde diese Tussi, diese VR, ist eine dumme Schlampe. Und dieser eine Typ, der mich da angeflaunt hat, dass ich gemeint habe, man hätte doch einfach mal nachfragen können, da fing er dann so an, wieso müssen wir nachfragen? Er kann sich mal ins Knie ficken, der Mongo. Und Gabun kann mich auch mal am Arsch lecken. Du, lieber Invincitus, du bist mir nicht so negativ aufgefallen. Ich muss dich jetzt auch nicht haten. Was dir als gehatet vorkam, wenn dir das als gehatet vorkam, tut uns das leid. Das war natürlich nicht unsere Absicht. Ja, Invincitus, ihr seid halt Arschlöcher. Ganz einfach.
Ihr seid dumme, bornierte, eingebildete Arschlöcher. Ihr seid ja so voll eurer Ideologie und seid so fest davon überzeugt, dass eure Sichtweise die einzig wahre ist. Ihr habt mich gehatet. Und ich weiß nicht, ob es eure Absicht war, aber wie gesagt, ihr seid halt Arschlöcher und ich bin nachtragend. Ja, dann habe ich ihn mir geantwortet, ihr seid euch gar nicht bewusst, was für hassverkühlte Kinder ihr seid, genau. Ich habe auf gar nichts hingearbeitet, ich bin nicht bereit, mich zu verbiegen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie unerbittlich eure Akrotussi war. Ja, die soll sich ins Knie ficken, die dumme Schlampe. Die ist bestimmt fett und hässlich. Von wegen, ich würde nur rumheulen werden. Genau. Und dann haben wir hier noch, da wartet mal, er hat hier noch. Und dann hat er hier noch einen Kommentar geschrieben. Genau. Und zwar, lol, hier, also ich hatte fast denselben Kommentar geschrieben, bla. Mit meiner Gegenreaktion, du hast mit deiner Ausdrucksweise einfach gegen die Serverregeln verstoßen. Darauf wurdest du hingewiesen und dann haben dir ein paar Leute ganz normal ihre Meinung zu dem Vorfall geschrieben. Ja, lieber Invincitus, aber dadurch, dass du immer noch so tust, als wäre das alles völlig normal und korrekt gewesen, verschlimmerst du es nur noch. Dadurch wird meine Verachtung nur größer. Und deine Meinungsfreiheit kannst du dir dahin stecken, wo die Sonne niemals scheint. Ich habe halt die Freiheit, euch scheiße zu finden und euch zum Kotzen zu finden und euch zu kritisieren. Ja, deswegen reagiere ich ja auch so heftig. Stell dir einfach vor, Invincitus, es, wie heißt es immer so schön, so wie man den Wald ruft, so schallt es hinaus. Ja. Und diese Erhabenheit, dieses das einfach abtun. Jetzt guck mal hier, was, wenn ihr das bla 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 bla, Gehate, Geflame, Dogmatismus, Fanatismus, vorkommt, tut uns das leid, was durch unsere Absicht war. Und jetzt kommt hier, mit Verlaub, dann solltest du dir mal Gedanken machen, wie du mit Kritik umgehst. Das heißt, mit diesem Satz relativierst du eigentlich deine Entschuldigung und unterstellst mir, dass ich eigentlich ein Problem mit mir selber habe. Soll ich dir mal was sagen, Invincitus? Ich werde noch 50.000, ich werde noch in 10 Jahren, werde ich mich bei euch lustig machen und Schmähvideos gegen euch machen. Junge, was bildet ihr euch ein, ihr dummen Kinder, Alter? Ja, und dann habe ich hier darauf geantwortet, ich kenne das nur, das kenne ich von den Jugos. Jugos sind so, die sind richtig scheiße. Die kommen an und machen einen fertig und dann machen sie so, ach, das ist doch nur Spaß, weißt du? Und diese dummen linken Kinder, die machen dann einen auf, oh, das ist doch nur berechtigte Kritik. Checkt euch eure berechtigte Kritik dorthin, wo die Sonne niemals scheint. Ich habe ja auch geschrieben, ich hasse euch. Ja, ich hasse sozialistisches Online-Kollektiv. Also, ich kann natürlich jetzt nicht für alle von denen reden, weil mich alle auch nicht gehatet haben. Es waren vielleicht 4, 5 Mann, aber auf jeden Fall diese Tussi, die hasse ich, Davon hasse ich, diesen einen Typen da, diesen anderen Admin hasse ich und da sind noch ein, zwei, die ich auch hasse. Und ja, und jetzt könnt ihr mal mit meiner Kritik umgehen. Gehen wir da schon mal dran. Ich, wie gesagt, werde euch jetzt, ich habe über Tim Kellner bestimmt 50 Videos gemacht innerhalb eines Jahres und jetzt ist Sozialistisches Online-Kollektiv mein neuer Tim Kellner. Ja, Bundesgenossen, ja. Aber wisst ihr, das Schade bei euch ist, ihr bietet nicht so viel Angriffsfläche wie Tim Kellner. Es wird nicht so einfach sein, euch abzufacken, aber ich werde schon einen Weg finden. Der Mensch muss sich selber treu bleiben. Und euch kann ich auf den Tod nicht ausstehen, nämlich die dummen Kinder, die meinen, die können mich hier zu irgendwas zwingen. Ich müsste mich ihnen unterordnen, Alter. Ich kacke auf euch.